Ja Leute, was geht? Freddy Krüger 311 wieder am Start. Heute gibt's mal eine kleinere, ja kleinere Mod-Vorstellung von mir. Und zwar will ich heute mal zwei Mods mal testen, zeigen, wie man es auch immer nennen will. Also ich sage jetzt mal Review dazu. Ich habe mir zwei Sachen gedownloadet, vielmehr drei. Ich habe mir jetzt seitdem die Karte gestern raus ist, jetzt die Stappenbach-Karte geholt. Und habe mir noch zwei andere Dinge geholt. Und zwar habe ich mir noch geholt, es sollte dabei sein, genau diese elektrischen Rolltore. Die will ich, aber die platziere ich wahrscheinlich, oder eins davon, wenn es hier rauf geht, will ich es hier platzieren. Aber es kollidiert mit anderen Objekten. Ja, schade. Ich habe gedacht, ich kann das hier draufstellen. Kann ich vielleicht da vorne draufstellen? Ja, hier vorne kann ich draufstellen, ja. Dann drehen wir das gerade mal um. Weil dann kann ich euch das mal zeigen. Ich habe gestern das Review gesehen auf dem Kanal Cornhub und dachte mir, Alter, geil, das kannst du dir holen. So, also, ich habe mir jetzt das Grüne ausgesucht. Gucken wir uns mal an. Also hier, die Tür kann man öffnen. Und schließen. So, und jetzt machen wir mal das Tor auf. Oha, das dauert aber lang. Und ich glaube, ich habe das Ding auch ein bisschen. Ja, ich habe es ein bisschen krumm gestellt. Ich stelle das gleich wieder richtig. Wenn ich dann später aufbaue, stelle ich das gerade hin. Also, es könnte meiner Meinung nach ein bisschen schneller aufbauen, auf jeden Fall. Aber sieht bis jetzt ganz geil aus. Boah, das geht aber echt weit raus hier. Krass. Alter. Hey. Doch, sieht ganz schön aus. Auch wenn es vielleicht ein bisschen anders langsam läuft. Und die Rundumleuchte, die ist zwar da, aber ich finde, die könnten sie mal noch mit reinbauen. Vielmehr noch halt, ja, so wie eine typische Rundumleuchte halt ist, dass sie leuchtet. Das könnten sie vielleicht noch mit einbauen, das wäre ganz geil. Und dann als zweites müsste ich mir mal ein Auto kaufen. Dann kann ich euch das zeigen. Holen wir uns mal den Pickup, dann mal gerade so mieten. Dann brauchen wir. Ich hoffe, dass der hier dabei ist. Ich habe mir nämlich einen Autoanhänger gedownloadet. War da vorne schon? Nee. Ja, genau, da ist er. So. Oh, hat ein paar Config-Blöcke. Reserverad. Ah, Stütze, ja. Okay. Irland, Deutschland, genau. Dann 5 Springe mit. Spanngürtel. Ja, machen wir 5. Unsichtbare Abdeckung. Ne. Da könnte man doch noch. Da könnte man doch noch was aufsetzen. Genau. Transportversion. Jo, genau, kaufen wir mal so. Einmal kaufen. Ja, sieht ganz schick aus. So. Genau, das Rad geht dann hoch. Cool. Spanngurte gehen auch drauf. Müssen wir mal testen. Die Abkipp, die Abkipp, was hier, die Abkippfunktion.
Müssen wir mal testen, wenn wir dann bei mir auf dem Hof sind. Wow. Also das Ding schleudert ganz schön rum. Ja gut, ich fahre auch 60. Ist ja kein Wunder. Boah, nee, das wollte ich jetzt nicht. Blinker tut's auch. Bremsen gehen auch, cool. So, jetzt gucken wir mal die Abkippseite. Ah, okay. Okay. Dann müsste man doch eigentlich noch kippen können. Oder? Ach lol. Cool. Das ist ja geil. Okay, der bleibt auf jeden Fall da. Das kann echt nützlich sein. Und wenn ich dann mit einem Eiertransport mache. Echt cool, das Ding. Parken wir gleich mal ein. So, jetzt. Mal auf meine Einparkkünste gespannt hier. Sieht ja schon mal ziemlich scheiße aus. Ah, ich würde sagen, an der Stelle denn neben den Case. Oh. Einmal ein bisschen Ei, klarer, genau. So rum. Das wird auch andersrum. So, so lassen wir ihn stehen. Jo, sieht doch ganz nett aus, ne? Ja gut, das soll so auch von dem Mod, von der Mod-Vorstellung gewesen sein. Das Rolltor kennt ihr jetzt, den Anhänger kennt ihr jetzt auch. Damit sage ich bis zum nächsten Mal und ciao. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat und ein Abo. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.